Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen SteroTrader Helpdesk Webinar. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Der Referent der Veranstaltung heute ist selbstverständlich Dirk Hilger. Ich freue mich, dass so viele immer zu diesem Webinar live dabei sind. Das ist wirklich sehr schön, aber so können wir natürlich auch viele Fragen beantworten. Bevor wir hier tatsächlich starten, gebe ich dem Dirk natürlich noch ein bisschen Zeit, seine Technik da alles einzurichten. Und ich möchte mich natürlich auch bei allen bedanken, die jetzt am Wochenende uns in Frankfurt besucht haben, auf der BOT. Hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, Ihnen auch und Sie konnten die Informationen mitnehmen, die Sie erhalten wollten. Und das war super besucht, auch zum Vortrag von Dirk. Und ja, wie gesagt, also gerne, wenn Sie noch ein Feedback haben, können Sie uns das per E-Mail geben oder auch hier reinschreiben. Würden wir uns natürlich sehr freuen. So, dann, bevor ich den Monitor an Dirk übergebe, natürlich den Risikohinweis. Ja, dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn es heute weniger um einen Live-Trade handelt. Nichtsdestotrotz, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, egal welche Informationen Sie heute mitnehmen. Gut, Dirk, ich hoffe, dir geht es gut. Du bist wieder fit nach dem Wochenende. Ich kann das von mir aus nicht behaupten. Ja, das ist auch nicht so schwer, nach dem Wochenende nicht fit zu sein. Aber was heißt Wochenende, ne? So seit letzten Freitag, Donnerstag, ja. Donnerstag ja eigentlich eher, ja. Meine Stimme ist auch ein bisschen kaputt. Hört man auch. Und so, mal gucken, ob ich hier den richtigen Bildschirm habe. Also die WOT hat uns schon alle sehr geschlaucht, ne? Glaube ich, das kann man so sagen. So, eigentlich müsste es hier jetzt passen. Bin ich da? Ja, du bist da. Der MetaTrader ist da, StereoTrader Heute ist da. nur ein klein heute. Für größer reicht es nach dem Wochenende nicht von der Optik. Ah ja, ist so. Tatsächlich. Also dann an der Stelle auch erstmal hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite aus Köln zum Helpdesk mit FX Flat und dem Stereo Trader. So, ich bin hier gerade so etwas am Haspeln, wie man merkt. Ich musste mich hier irgendwie gerade, hatte meine Mikrofonie hatte auch irgendwie keine Lust mehr, nach dem stressigen Wochenende noch zu funktionieren. Deswegen muss ich hier gerade kurz mal alles umstöpseln. Ich hoffe, das ist alles laut genug und passt soweit. Und wenn ich irgendwie schlecht zu verstehen sein sollte, dann einfach einmal kurz Bis jetzt laut alles gut. losschreien. So, das heißt, wir machen heute wie immer hier Frage-Antwort-Spiel. Das heißt, ihr könnt gerne reinschreiben, was irgendwie nicht funktioniert oder wo ihr nicht mit klarkommt. Und ich versuche das hier entsprechend aufzugreifen und die passende Antwort zu finden. Ja. Also, ich gehe mal hier die Fragen durch. Das Licht ist auch schon so ein bisschen komisch, ne? So, ich sehe so ein bisschen geplättet aus. Das könnte aber auch am Regen liegen. Was denn? Nicht lachen. So. Also, ich gehe mal hier die Frage. Sorry, ich bin echt das Wochenende, beziehungsweise die letzten Tage waren ein bisschen stramm. Ich habe halt, war ja sicherlich der ein oder andere, der hier jetzt heute dabei ist, auch auf der WOT. Und hat es ja mitbekommen, es waren ja doch einiges an Vorträgen, allein von meiner Seite. Ich glaube, ich war 8 Mal irgendwie halt dabei. Und es gibt Leute, die haben da wesentlich, wie der Orkan zum Beispiel, ein völlig Verrückter. Der hat, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht, ob der überhaupt irgendwann mal Pause gemacht hat. Ich habe den auch kaum essen gesehen. Und der ist am Samstag, nee, Sonntag abgereist und hat direkt sein nächstes Seminar drangehangen. Das heißt, der ist schon wieder seit gestern. Ist er nämlich in Lohr und macht schon wieder Live-Trading. Also das ist so, gerade vorhin auch noch mit jemand geschrieben, wo der die Energie herholt, ist mir ein Rätsel. Aber da ziehe ich echt den Hut davor. Würde ich nicht hinkriegen. Würde ich umfallen, glaube ich, nach 3 Tagen.
So, also die Fragen: Mit welcher Anwendung kann man die DAT-Dateien der StereoTrader-Statistik öffnen? Waren das früher nicht mal CSV-Formate? Sollten es auch eigentlich sein? Also zumindest mal, ne, gemeint ist ja die Geschichte hier, wenn man da halt auf Export geht. Das Fenster war auch schon mal länger da. Gucken, was da. Ne, die wird aber als CSV gespeichert. Erscheint nur jetzt hier ein bisschen kurz, ne? Hat man gesehen, aber da steht der Pfad dabei. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht auswendig, wo das hingespeichert wird. STMT5, Statistics. Nein, gucken wir mal, ob wir das finden. Und das sind auf jeden Fall CSV-Dateien. Ne? Guck mal, hier bei Files müsste das eigentlich ja dann sein. STMT5. Da ist es nicht. Nein, dann bei Terminal Common Files STMT5 Statistics. Guck, da sind sie doch alle. Ne? Und dort dann halt irgendwie, wenn ich mir jetzt die aktuelle da halt suchen möchte. Ja, ist mal schön klein hier. Da sind sie doch, ne? Hier, da gibt es auch CSV-Dateien. Das ist auch die von gerade, so wie ich das sehe, ne? 18.11., der ist heute um 8 Minuten nach 6. Das heißt, wenn ich die aufmache, ich mache es jetzt nicht in Excel, keine Ahnung, was dann aufgeht. Aber dann kann man die natürlich in Excel importieren. Das ist eine ganz normale CSV-Datei. Ich mache die mal hier mit auf. Ja, ne? Die kann man dann entsprechend in Excel dann halt importieren. Also die DAT-Dateien, das sind eher die internen Daten. Und die kann man natürlich nicht lesen. Das sind also rein dann halt Dateien für einen StereoTrader und wo der sich halt die statistischen Daten entsprechend halt merkt. Ne? Funktioniert natürlich nicht. Okay, der Hans-Joachim war das, ne? Passt das soweit? Die vermischen sich an der Stelle, habe ich auch gerade gesehen. Sollte ich vielleicht mal ändern, dass die in einem anderen Verzeichnis gespeichert werden. Und ja, okay. So. Hallo, Herr Hilger, schreibt der Peter. Was muss ich tun, dass mein StereoTrader genauso handelt, wie auf der Messe gezeigt wurde? Also, was muss im Auto-Trading-Panel mit Einstellung für den XMR filtern für strategische Order? Also, genau, wir haben ja halt auf. Ich habe ja mit dem Frank Eschmann zusammen ein bisschen was gezeigt, auch zur strategischen Order. Ich gucke hier trotzdem parallel mal ein bisschen drüber, ob sich nicht da was überschneidet mit anderen Fragen. Nee, passt soweit. Also generell, das war natürlich nur eine Demo, ne? Das heißt also nur so Pi mal Daumen, wie man das machen kann. Das war jetzt nicht ein Setup, wo ich dann sage, ja, kann man so machen. Wird schon Geld bringen. Ne? Ich meine, sowas sage ich ja sowieso nie. Aber generell diente das ja in erster Linie dazu, um entsprechend mal zu zeigen, dass halt, wenn man halt so eine Billo-Strategie, ja, so irgendwie sich kreuzende Moving Averages halt als Trigger nimmt und das dann halt mit der strategischen Order handelt, selbst das kann funktionieren. Wird sicherlich auch nicht immer der Fall sein. Aber wenn man sowas als Anhaltspunkt dann eben nutzt, der Frank hat tatsächlich für sich irgendwie so ein Setup, nämlich gefunden. Jetzt geht mein Licht hier aus von lauter Schreck. Was ist denn da los? Egal, ich glaube, es geht auch so. Ne? Hat da für sich ein Setup gefunden, womit er das tatsächlich sogar mit dem XMA-Filter hinbekommt. Das Ganze sieht so aus, also hier strategische Order. Dann halt hier irgendeinen Preset dann halt auswählen, welches auch immer. Ich glaube, wir hatten da fünfmal ATR, ich weiß es gar nicht mal genau. Und man wählt hier dann nimmt man den Filter, also den XMA, wo ist er? Das ist der hier. Zieht dann einfach auf den Chart. Und dann kann ich ja, ups, hier ist erstmal alles long. Dann kann ich ja da unten einstellen, halt der Hauptrichtungsgeber, ja, das wäre hier minus 200. Und damit beantworte ich auch gleich die nächste Frage. Minus 200 heißt EMA 200 und plus 200, also ohne Vorzeichen,
Das wäre dann der SMA. Der Trigger ist hier der 20er SMA. Das heißt, an der Stelle wird das Signal so gewertet, dass wenn der 20er also der SMA 20, den EMA 20 von unten schneidet und dann gibt es Long, beziehungsweise wenn er einfach drüber liegt, dann ist es Long und drunter wäre es Short. Und Space in Punkten heißt einfach nur, dass halt eine gewisse Toleranz halt gewertet wird von 5 Punkten. Das heißt, er muss mindestens 5 Punkte drunter oder drüber liegen. Im Autotrading muss ich halt aktivieren. Close by Filter muss halt an sein und generell Long und Short und Autotrading halt an. So, und das heißt dann an der Stelle, dass halt der Filter, muss man sich so vorstellen, der blockt quasi halt eine Richtung, ne? Entweder Long oder Short. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, ist wahrscheinlich zu klein, um das jetzt halt irgendwie wirklich zu erkennen. Ich glaube nur, wenn ich hier zoome, passiert irgendwie nicht wirklich was, oder? Nee. Also zumindest nicht so, wie ich das möchte. Und hier steht nämlich jetzt hier Block Short. Ich kann aber trotzdem mal versuchen, das ein bisschen größer einzustellen, damit man ein bisschen mehr erkennen kann. Hier auf 1,3. So, vielleicht hoppla, sieht man es jetzt, vielleicht auch nicht. Also hier, ich Autotrading einschalte. Ja gut, jetzt ist der halt, weil der geresettet hat, steht das jetzt nicht mehr da. Da stand halt vorhin Block Short. So, und das heißt, der gibt die Richtung vor und blockiert einfach die andere. Ne? Also das ist halt ein Filter. Ne? Und das ist ja kein, wie soll ich sagen, Signalgeber, der dann sagt, jetzt geh long oder geh short, sondern der sagt ja, du darfst das eine und das andere darfst du nicht. Und deswegen stand da an der Stelle gerade Block Short. So, und wenn ich das so eingestellt habe, also hier Autotrading on, XMA Filter. Jetzt als Beispiel, ne, hier mit dem EMA 200 und dem SMA 20 blockt der momentan Short und dann gehe ich einfach hin und sage bei der strategischen Order mache ich einfach Hold auf beiden Seiten an und hier ist jetzt so eingestellt, dass der alle 15 Minuten, also es wäre ja tatsächlich jetzt irgendwie in ein paar Sekunden, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob der registriert ist, weil ich hier ein Reset gemacht habe. So, machen wir es nochmal. Einmal hin und her. So, jetzt hat er kein Signal, doch Block Short. Ne? So, M15, wenn das hier steht, heißt, alle 15 Minuten darf er ein Signal generieren. Das wäre jetzt halt hier tatsächlich erst in einer Viertelstunde. Wenn ich dann das aber auf Sekunde stelle, und dann sollte er sich eigentlich demnächst, sobald ich hier natürlich aktiviert habe, wieder, genau, ne? Dann findet er sich ein. So, das heißt, an der Stelle macht er jetzt hier passend zu der Filterung, die ich unten habe, halt entsprechend long auf. Ja, und sobald halt hier die Geschichte dreht, ich kann ja einfach mal die beiden MAs einzeichnen, der ist sowieso, glaube ich, aus dem Filter, oder? Weiß ich gerade selber nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Filter malt den. Oder malt er sogar beide? Der malt tatsächlich beide. Das ist ja unglaublich. Ich mache mal einen anderen, nur jetzt mal zu Demonstrationszwecken. Ich mache aber hier erstmal einen Reset. Das sollst du nicht. So, also das heißt, ich gebe mal hier einfach minus 50. Ja, das wäre dann der EMA 50. Ja, das ist dann der hier. Ne? Der wird tatsächlich farblich richtig eingezeichnet. Keine Ahnung, wann ich das programmiert habe, aber habe ich wohl gemacht. Und das andere ist der SMA 20. Hier oben sieht man die, ich mache es ein bisschen größer. Ja, und jetzt ist zum Beispiel aktuell gar kein Signal, das ist jetzt beides geblockt, weil halt hier neutrale Zone ist. Ne? Er müsste ja 5 Punkte entweder drüber oder drunter. Ich kann mal nochmal einen anderen Wert, nur damit man es jetzt eben sieht, was dann halt passiert. Mal den SMA 50, genau. Ne? Da sieht man es jetzt halt. Dass der entsprechend, jetzt kann man einfach skalieren. Na, hier oben ist mein SMA 50. Das ist der, ist nicht gut zu erkennen, ich weiß. Das ist der SMA 20. Die haben sich hier geschnitten, steht jetzt drunter. Also ist Long geblockt. An der Stelle jetzt erstmal. Beziehungsweise, wenn das nächste
Signal dann halt eben kommt. Und so würde halt entsprechend der Filter dann die strategische Order dann halt handhaben. War das soweit verständlich? Muss bei Attributen etwas eingestellt werden? Nö. Nö. Da muss gar nichts eingestellt werden. Also das, was man halt möchte. Ne? Aber generell, ich glaube, dass die strategische Order sowieso die Attribute nicht berücksichtigt, sondern das nimmt, was ja halt in dem entsprechenden Setting halt eingestellt ist. Und von daher ist es eigentlich egal, was hier bei New Order eingestellt ist. Sollte egal sein. Wenn es nicht so ist, bitte mal laut geben. Aber eigentlich sollte das so nicht sein. Und wie gesagt, der Frank hat halt hier keins von den Presets genommen, sondern ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, in welchem Timeframe er normalerweise unterwegs ist. Hat ja irgendwie auch einen Backtest gezeigt, beziehungsweise einen Format-Test auf dem Live-Konto und auf dem Demo-Konto. Und aber wie gesagt, das ist halt sehr speziell und er hat es halt entsprechend mit einem eigenen Setting dann ja auch gemacht. Das war auf H1, sagt er. Er ist sogar da. Hallo Frank, das ist ja schön. Also im Stundenchart ist der Frank unterwegs oder waren wir im Stundenchart? Aber es ist auch nicht so wichtig. So, dazu machen wir eh nochmal separat was. Ich weiß, wir haben schon ganz oft angekündigt, wir werden es auch machen. Wir sind auch gar nicht in Verzug mit den Webinaren, die wir da machen wollen. Das muss nur alles vernünftig vorbereitet werden. Wir haben ja gesagt, nach der WOT, dann gehen wir mal so ein bisschen ins Eingemachte und werden das mal vernünftig vorbereiten und werden dazu auch zahlreiche Webinare machen. So, der Lutz ist wie bei Thorsten 3 Minuten die Abende Thorsten mit Bier. Nein, ich habe mich rausgehalten aus den Bierabenden, auch wenn man es nicht glaubt. Ich habe am Donnerstag den Feigling gemacht und bin um 10:30 ins Bett. Ich habe am Freitag den Feigling gemacht und bin um 11 ins Bett. Nur am Samstag. Da wurde ich gezwungen. Ich glaube, der Nelson war schuld. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, er war es. Nelson hat, glaube ich, gesagt, wenn du nicht mitkommst, dann kündigen wir den Vertrag. Genau. Ne, Nelson? Ja, wenn du das sagst, dann stimmt das. Ich kann mich deutlich erinnern. Nur deswegen bin ich heute noch müde. Nur wegen dem Nelson. So. Haben wir das doch wenigstens mal geklärt. Okay, also. Welchen Modus muss ich einstellen, wenn der Trade an einem vorgegebenen Punkt direkt einsteigt und nicht erst mittrailt? Moment. Fragt der Alexander Heise. Sei doch so nett und versuch das nochmal zu formulieren. Ich verstehe es leider nicht ganz, wie das gemeint ist. Welchen Modus muss ich einstellen, wenn der Trade an einem vorgegebenen Punkt direkt einsteigt und nicht erst trailt? Also, ich hätte so zwei, drei Ideen, was gemeint sein könnte, aber wie gesagt, da wäre es vielleicht besser, das nochmal ein bisschen anders auszuführen. Hast aber ein paar Fragen übersprungen, ne? Bitte? Hast ein paar Fragen übersprungen jetzt. Habe ich das? Würde ich niemals Yes. tun. Mit welcher N? Moment, wo denn? Geht jetzt weiter, Ah, mit um den Kids. 18 Uhr Moment. mit Helmut. Genau, Entschuldigung. Also, hallo Nelson, hallo Dirk. Könntest du zeigen, wie man die Gridlines mit STRG einsetzt? Das klappt bei mir nicht mit rüberziehen. Und wie startet man das History Trading und die variable Geschwindigkeit? Also eins nach dem anderen. Wie man die Gridlines, Moment mal. Ist damit jetzt der Chart gemeint oder die Grid Orders? Also falls der Chart gemeint ist, ist es ja einfach nur STRG und dann halt, Quatsch, ja. Doch STRGG, also Control G, das sind die Grid Lines. Ist die Or sind die Orders gemeint? Die Orders sind gemeint, okay. Also, ganz einfach. Dazu mache ich aber hier erstmal lieber zu und nochmal neu auf. Das ist ganz einfach. Ich mache einfach, nämlich hier setze die als Beispiel die erste Position. Nur mal zum Beispiel. Sagen wir, ich gehe hier long. So, wenn ich jetzt da halt ein Grid setzen will, jetzt als Limit, und dann gehe ich einfach hier irgendwo darunter unter meinem Entry und gebe eine Order mit STRG-Taste auf. So, das ist die eine Variante.
Das heißt, er richtet sich immer, guckt, wo ist die erste Order und platziert es dann darunter. Entsprechend dem, was halt hier bei Terminal eingestellt ist mit den Grid Orders. Ne? So, die andere Variante ist die. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ja, erst ab hier will ich den Grid überhaupt setzen, wenn er mal dahin kommt. Und das heißt, sobald dann die erste Order drin sitzt und ich mache hier unterhalb STRG Klick und dann orientiert er sich an der ersten Order. Auf der Oberseite natürlich genauso, ne? Wobei das würde jetzt wahrscheinlich am Ask ausgerichtet. Mal gucken. Genau, ne? Das heißt, wenn gar nichts da ist, guckt er nach Bit oder Ask. Wenn eine Position da ist, guckt er nach der Position. Wenn eine Order da ist, guckt er nach der Order. Immer das, was am nächsten halt entsprechend ist. Okay. Denk mal, das ist beantwortet. Das klappt bei mir nicht mit rüberziehen. So, wie startet man das History Trading und die variable Geschwindigkeit? Ich kann das hier leider jetzt auf dem MT5 nicht demonstrieren, weil da geht grundsätzlich kein History Trading. Dazu müsste ich erst in den MT4. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, in welchem Stadium der bei mir ist, weil ich bin ja hier immer in der Entwicklungsabteilung unterwegs und nicht auf einer Release. Kann ich aber gleich mal gucken, beziehungsweise ich kann ja. Oh, hier ist noch die Startseite von der WOT drin. Aber ich versuche das mal eben im Hintergrund, ob ich das hinkriege, ob das startet. Könnte aber sein, dass es funktioniert. Das ist halt, wie gesagt, leider nicht wirklich sicher. So, ja, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Außer, dass ich jetzt die völlig falsche Version habe, aber gut. Das ist nämlich an der Stelle die Forex Pro Edition. Das ist aber auch egal. Die sieht zwar nicht so schön aus wie die richtige, also Oh, Thorsten Helbig Style. gleich kommt wieder irgendwas. Ja, ich warte schon. Ey. Ist er da? Nee, ich glaube, der ist irgendwie am Autofahren. macht aber vom Prinzip her so ziemlich das Gleiche, außer dass die eben noch ein paar Add-ons mehr handeln kann. Aber grundsätzlich, History Trading in Kurzform. Hier unten alles einstellen. Ich werde es nicht alles erläutern, weil da gibt es gefühlt 10 Webinare dazu. Hier unten alles einstellen. Und wichtig ist einfach nur, dass Visual Mode eingeschaltet ist und das auf voller Geschwindigkeit. So, dann auf Start. Dann dauert es einen Moment, bis er sich da halt sortiert hat. So, und dann steht hier bei Speed, Slow sollte erstmal angewählt sein. So, wenn ich das loslasse und dann geht das hier dezent schneller, wie man sieht. Und sobald ich hier drauf klicke, wird halt entsprechend gebremst. Und hier kann man halt Slow Amount, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch da drin steht, da kann ich halt einen Wert eintragen. Das ist halt leider, da muss man ein bisschen mit rumspielen. Ne? Ich glaube, vorgegeben ist 1000 generell, aber das hängt so ein bisschen vom Computer halt ab. Kann man sicherlich auch mal irgendwann irgendwie verbessern, die Handhabung, aber so kann man es halt auf seine eigenen Bedürfnisse dann auch wiederum halt ganz nett einstellen. Aber wichtig ist unten immer, hier muss immer Full Speed sein, der Regler ganz nach rechts und hier dann ein Wert, der eben zum Computer passt. Was man auch machen kann, ist Slowdown on Trade, also bei Trade verlangsamen. Das heißt dann, wenn ich den jetzt laufen lasse, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier in meiner Bastelversion, sobald ich dann, ich mache mal Stop Loss und so weiter raus, einen Trade drin habe, ne, sieht man dann verlangsamt, dass sich sobald irgendwie ein Trade halt eröffnet wurde. Und damit kann man natürlich, wenn man irgendwie automatische Strategien oder sowas halt testet, und dann kann man das dann halt gezielt verlangsamen. Ne? Und sobald der Trade jetzt halt weg wäre, geht es halt wieder im Normaltempo weiter. Ich habe den Link zu unserem Webinar reingestellt in den Chat. Wir Ah, hatten sehr ja schön. zum Thema Backtesting schon mal was gemacht, auch wenn der Stereo Trader sich natürlich weiterentwickelt hat, aber die Grundfunktionen sind ja gleich geblieben. Ja.
So, dann gucke ich mal nochmal weiter oben. Damit sollte das ja erstmal eigentlich beantwortet sein. So, hallo Dirk, sind wir immer noch bei 18 Uhr? Das ist ja unglaublich. Nutze den MetaTrader VPS MQL5 London. Ich glaube, das ist der Service von MetaQuotes gemeint, dieses Virtual Hosting. Also dieses Virtual Hosting, das funktioniert nicht mit dem StereoTrader. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil das kein VPS ist. Das ist irgendwas anderes, aber kein VPS. Und weil er die, das, das funktioniert anders. Also will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert mit dem StereoTrader. Das ist was für Sparfüchse. Ich glaube, es kostet nur irgendwie 5 € im Monat. Und es hat schon seinen Grund, warum ein anständiger VPS ein paar Euro mehr kostet als 5 €, sondern da ist mir irgendwo ab 20 € halt dann dabei. Und ich würde da nicht so viel sparen dran. Es geht ja schließlich ums Geld, ne? Und nicht um das gesparte Geld. So, erfordert das von dem Heinz um 18:03 Uhr. Erfordert das Mac-System ein Windows-Betriebssystem für MetaTrader 5? Ja. Also, generell, auch wenn manche Broker irgendwie das anbieten, und ich glaube, ihr habt es ja auch, ne, Nelson, Ja, wobei den. es gibt sowieso allgemeine Probleme mit Mac und MetaTrader aktuell. MetaQuotes weiß da auch schon Bescheid, haben einen Fix angekündigt, aber wann er kommt, es steht jetzt in Ja, den Sternen. ich meine, generell ist der MetaTrader ist halt eine Windows-Anwendung, ne? Und alles andere ist und bleibt eine Krücke. Parallels funktioniert wohl recht gut. Insgesamt habe ich damit halt eigentlich so die besten Erfahrungen gemacht, wenn man es halt lokal nutzen möchte von Wine. Das heißt also von diesen Systemen, wo das halt eingebettet ist, würde ich die Finger lassen. Ganz ehrlich, es hat, auch wenn es mal irgendwie eine Zeit lang funktioniert hat, aber wie ich das da gerade raushöre, gibt es ja halt leider aktuell schon wieder irgendwelche Hämmerchen und ich kenne es nicht anders. Ich habe das einmal versucht und habe mir dann so gedacht, um Gottes Willen, das gibt nur Stress und habe dann auch die Finger davon gelassen und deswegen auch immer davon abgeraten, mit Wine, also das nennt sich dann Play on Mac und hat irgendwie 1000 verschiedene Namen, ist aber alles dieses Wine-System und es funktioniert einfach nicht zuverlässig. Also würde ich lassen, ganz echt. Und wenn man da sicher gehen will, entweder holt man sich einen Windows-PC, man holt sich Parallels oder ein VPS. Und dann hat man auch keinen Stress damit. So, dann mal weiter. Also, der Alexander, der hat unten, glaube ich, noch was gesch. Ich kann leider keine Verbindung mit deinem WLAN-Netzwerk herstellen. Das ist sehr schön, Anweisungen Alexa. zur Einrichtung findest du im Hilfebereich deiner Anwendung. Was ist denn da los? Alexa, Ruhe! Das ist ja Ich kann leider keine unglaublich. Verbindung mit Moment, ich deinem muss die mal kurz töten. Einen Moment bitte. Das ist WLAN-Netzwerk echt klasse. herstellen. Du bist echt Unikate. Ja. Der Thorsten würde jetzt sagen, endlich hat er auch mal weiblichen Besuch, aber ich lasse es mal. Ja, der war gut, ne? Unglaublich. Also wenigstens eine Frau, die mit mir redet hier. Ist doch auch nicht so schlecht. Aber ernst nehmen tut sie mich auch nicht. Hast du gemerkt, ne? Ich sage Ruhe, rede die einfach weiter. Ja. Ach ja. So, das ist natürlich klasse. Kurz ein bisschen Alexa-Werbung gemacht. Wir können Sie auch mit einbinden und die Stereo-Trader-Fragen mal stellen. Ja, genau. Der war echt gut gerade. Aber ich war mal todesmutig, ich habe mal gewartet, was sie sagt. Ja, so meine Kinder, ne, die legen mir manchmal merkwürdige Artikel in den Alexa-Warenkorb. Das finde ich auch immer mit Alexa in den Warenkorb. Das ist dann auch immer ganz spannend, was da teilweise rauskommt. Das willst du alles gar nicht wissen. Ich dachte jetzt, vielleicht kommt irgendwas in der Richtung, aber war dann leider nicht. Oder Gott sei Dank.
Wo sind So, wir? Also, wir sind bei Alexander. 18:11 Uhr, Thorsten. Nee, den Alexander. Der hat ja unten was nachgeliefert. Du bist Okay. einfach nicht aufmerksam, Nelson. Das ist also ehrlich. Ach, war ja klar, dass das kommt. Guck mal hier, 1826. Hat das doch genau erklärt. Der Nelson. Also, ich möchte bei 12.500 Punkt genau automatisch auf Long einsteigen. Bei mir wird momentan diese Position aber mitgetradet und steigt dann zum Beispiel erst bei 12.505 ein. Ja, das kommt darauf an, was man in der Limit Pullback eingestellt hat, ne? Also generell ist das ja auch eine gute Geschichte, die Limit Pullback. Und ich würde ehrlich gesagt, ich würde nicht drauf verzichten. Aber gut, muss jeder selber wissen. Wenn ich als Beispiel jetzt hier sage, ich will da oben. Ja, weil die Limit Pullback wird ja erst getrailt, wenn die Position weiterläuft. Und wenn die bei 12, bei dann 5 Punkte zu hoch gefüllt wird, dann muss die ja mindestens mit 5 Punkten eingestellt sein. Und die kann man natürlich anders stellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also einmal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will hier oben Short gehen, ja, und bei 28.039. So, wenn ich die jetzt so da reinlege, dann sehe ich ja hier bei Edizel, da steht ein Limit Pullback von 3. Das heißt, die würde jetzt erstmal, ne, wenn der Kurs drüber ist, würde erstmal gewartet werden, hier 3 Punkte rücklaufen, dann gefüllt. Das heißt natürlich, wenn jetzt hier der Bid genau an die Stelle hier läuft, wo die Order liegt, ja, und dann halt umdreht, dann werde ich natürlich 3 Punkte schlechter gefüllt. Klar, so, aber in der Regel trifft man es ja so genau nicht. Und bei mir ist halt im DAU meistens ein Wert von 3 eingestellt, weil das halt im DAU eigentlich so mehr oder weniger gar nichts ist. Und das heißt, ich brauche zumindest 3 Punkte rücklaufen. Das heißt, aber auch umgekehrt, wenn die jetzt 10 Punkte drüber läuft am Stück und dann zurückläuft, dann werde ich 7 Punkte besser gefällt. Und das ist der Hintergrund davon. Aber wenn ich jetzt sage, ich will aber genau an dem Punkt gefällt werden, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle Limit Pullback auf 0. Ja, einfach hier, indem ich es hier einstelle oder halt auch schon bei New Order, bei Neue Order kann ich es halt auch einstellen auf 0. Dann werde ich genau an der Stelle gefillt oder so, wenn das MIT-Attribut ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn die Order beim Broker landet, dann gibt es eh kein Limit Pullback. Und dann sieht man auch hier, das ist direkt grau. Vielleicht sieht man es auch nicht, aber ich kann damit halt nichts mehr machen, sobald MIT aus ist, weil dann werde ich natürlich genau an der Stelle gefillt. Theoretisch, wo die Order halt liegt. Ja, das ist also nicht irgendwie ein Fehler, sondern ganz im Gegenteil, eine Geschichte, die voreingestellt ist, weil sie einfach nachweislich die bessere Lösung ist, das so zu machen. Gut, Alexander, passt das soweit? Wenn nicht, dann gerne. Ja, okay. Dass Alexa dich so aus dem Konzept bringt, dass 18:26 Uhr vor 18:11 Uhr kommt, sehr gut. Was? Nein, nein, nein. Guck mal, die Frage von dem Alexander war um. Du musst doch mal genau gucken, Ja, Nelson. sag mir, wovon die war. Um 18:07 Uhr. So, und 18:26 Uhr hatte die Erläuterung nachgeliefert. Gut, du hast gewonnen. Hey, warte, ich brauche einen Kalender und einen fetten Rotstift. Moment, das muss ich mir unbedingt aufschreiben. Der war gut. Ich hab den Nelson mal dran gekriegt. Das finde ich richtig, richtig gut. Normalerweise ist der Nelson immer der mich an Webinare und alles Mögliche erinnern muss und immer die Kohlen aus dem Feuer holen muss, wenn ich mal wieder was versemmelt habe. Und das ist natürlich Ich schicke schön. dir gleich eine E-Mail. Ach, herrlich. So. Ist es möglich, mit dem Stereo-Trader gleichzeitig Long und Short zu gehen? Klar. Also, Thorsten fragt das. Natürlich. Also nur nicht im Stereo-Future-Modus, ne? Aber auch dazu, da würde ich eher mal an die Stelle auf die Einführungswebinare verweisen. Geht natürlich. Der Stereo-Trader kann grundsätzlich 4 Modi. Alle anderen Plattformen können nur einen. Und einer davon, also in 2 weiteren Modi, also hier im Stereo-Future-Modus wird ja alles zusammengefasst. Ne? Ich gehe halt hier irgendwie long, long. Und sobald ich irgendwie short gehe, wird die Position verrechnet und bin ich etwa short. Ja?
Und das ist der Stereo-Future-Modus. Das heißt, hier wird akkumuliert. Aber es gibt aber auch genauso noch den Single-Hedge-Modus, ja, wo ich dann halt alle möglichen Positionen einzeln habe. Das heißt, jede Short, jede Long hat ihren eigenen Take-Profit und Stop-Loss. Und es gibt noch den Stereo Hedge-Mode. So, dort kann ich in zwei Richtungen akkumulieren. Das heißt, da wird Long zusammengefasst und Short zusammengefasst. Und auch das geht, ne? Aber wie gesagt, da tatsächlich bitte mal auf die Einführungs Webinare. Komm mal, da wird direkt wieder gestänkert. Jetzt kriege ich direkt wieder eins reingewirkt hier vom Lutz. Ja, ich weiß. Jetzt gönnt mir doch den Triumph, dass ich einmal, nur ein einziges Mal in diesem Leben mal recht hatte. Gegenüber dem Nelson. Das kommt ja so oft nicht vor. So, ich 18:18. Ja, sag mal, habt ihr euch alle Nein, 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 abgesprochen? nein, jetzt habe ich wieder recht. 18:12 bitte, ja. Ah, stimmt. Ja, siehst du, es konnte nicht lange anhalten, ist schon klar. Das hättest du mir jetzt auch mal hier privat schreiben können, ne? Nein, So. das musste jetzt sein. Also. Aber ist doch ganz lustig, was wir hier machen, oder? So wenigstens ein bisschen Entertainment dazwischen und nicht nur trockener Stoff. So. Also, der Horst-Jürgen. Um 18:12 Uhr greift der BE-Schutz immer, auch wenn SLTP-Buttons nicht gesetzt sind. Ich würde mal behaupten, ja. Ihr merkt, ich kenne auch echt nicht alles auswendig, ne? Aber ich glaube schon. Das kann man probieren. Sowas kann man auch einfach ausprobieren im Demo-Modus. Ja, so, Moment. Also Break-Even-Safe nach da, zwei Punkten, ohne dass der Stop-Loss aktiviert ist, müsste eigentlich gehen. Weil es ist ja. Das, also, gleich, das gleiche wie Trail. Ne? Das ist ja genauso, wie wenn ich irgendwie, das kann ich vielleicht auch mal zeigen, sieht nämlich aus wie ein Fehler, ist aber keiner. So, komm, lauf hoch, ich bin eh long. Also hier, jetzt nicht nur, sondern so generell. Ich gebe hier einfach mal Gas, bis wir hier am Punkt stehen. Nach zwei Punkten BE Safe, der fliegt natürlich sowieso sofort raus. Sobald er getriggert ist, natürlich viel zu nah, beziehungsweise, ja, ist ja auch auf plus 2 wahrscheinlich eingestellt. Dann gucke ich lieber mal schnell. BE Safe Add Punkte machen wir nur mal ein. Ach ja, Beta-Version ist immer lustig. So. Na? Plus 3 und reagiert. Bis jetzt erstmal nicht. Kann aber sein, wenn ich hier, muss ich überlegen, die Funktion eingestellt habe, dass der auf dem Bit füllen soll, dass ich einen Punkt mehr brauche. Na, wir werden es gleich rausfinden. Aber wie gesagt, eigentlich müsste das reagieren. Ja, ne? Sieht man ja. So. Also, Stop-Loss muss nicht aktiviert sein. Break-Even-Safe springt auch so an. Genau wie mit dem Trail, ne? Das wollte ich gerade mal zeigen. Wenn ich also hier zum Beispiel, wenn ich eine Position aufhabe und habe einen Trail aktiviert, so, sowas halt zum Beispiel, und ein Stop-Loss. Ja, so, wenn ich dann nämlich hier auf hier, mach Stop-Loss weg, klicke. Verschwindet der natürlich nicht, weil das der Trail ist. Ne? Das ist ja, der Trail benutzt den Stop-Loss. Aber das hat mit der Einstellung da oben nichts zu tun. Da sieht man ja nur, wenn ich hier Stop-Loss aktiviert habe und ich klicke hier unten drauf, geht nur das Ding hier aus. Ne? Aber der Trail bleibt aktiv. Das ist also kein Fehler, das ist richtig so. Gut. So. Können wir jetzt die 18:18 machen? Oder Yes. habe ich noch 18:11 und halb übersehen oder sowas? Ist mal nicht. Gut. Also, ich schließe meinen Stereo Trailer Layout und starte ins Layout Top.
Die Uhr ist rot. Oh, war ja. Jetzt muss ich versuchen, die Frage zu verstehen. Leute, was ist denn los mit euch? Was habt ihr denn alle am Wochenende gemacht? Ich muss ja hier wirklich ganze Sätze neu im Kopf zusammenbauen, um das zu verstehen. Mein Start ist Layout, Custom, Pop und die Uhr ist rot und Balken startet statt Kerzen startet. Großen Danke. Fällt mir sehr schwer, die Frage zu verstehen. Also nochmal. Also, es geht wahrscheinlich darum, dass irgendwie das Layout nicht gespeichert wird und bei Neustart ist alles nicht mehr da. Ja, mit Sicherheit kein Standardding. Da wäre erstmal die Frage, wo ist das System? Wer ist der Admin? Wie sind die Rechte vergeben? Also, weil das haben wir hier auch schon ein paar Mal gehabt, ne? Das halt irgendwie hieß, ja, meine Einstellungen sind weg. Immer wenn ich das hier versucht habe nachzuvollziehen, ging nie, weil die Einstellungen ja grundsätzlich gespeichert sind. Und das ist, da würde ich mal im System irgendwie Rechte reparieren oder sowas. Gibt es ja bestimmt irgendwie bei Windows so eine Funktion. Da würde ich irgendwie mal drauf gucken, ne? Weil ich habe auch schon sogar schon erlebt, dass halt irgendjemand sowas auf dem Firmencomputer hatte. Und dass da im Hintergrund immer ein Programm aktiv war, was dann irgendwie angefangen hat aufzuräumen. Ja, sobald irgendwie der MetaTrader oder irgendwas zu war, hat es angefangen, Dateien zu löschen und sowas. Also, das ist, wie gesagt, definitiv nicht normal. Kann ich hier nicht nachvollziehen. Brauche ich gar nicht zu versuchen, wirklich nicht. Mein lieber Karl, es tut mir leid, aber ich glaube, da musst du wirklich mal im System nachgucken. So. Ist 18:19 Uhr. Ey, das kriegen wir heute alles gar nicht durch. Ihr müsst euch jetzt bremsen, sonst sitzen wir hier um 9 Uhr noch hier. Ist es möglich, eine Position mit einem ATRSL zu versehen? Ja, würde ich mal behaupten, geht. Und zwar, hier gerade selber reingelegt, ich mich. Und zwar, ich habe eine Position jetzt hier auf. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das bei mir hier in der Fassung schon geht. Ich versuche es mal. Das ATR Base hier zu finden im Ordner Tools bei Indicators, Stereo Trader. Mal draufziehen. Sieht erstmal nicht so falsch aus. Ja. So, und wenn ich dann hier, kann ich dann zum Beispiel sagen, hier meine ATR liegt als Beispiel jetzt hier ATR 14. Das heißt, der rechnet 14 Kerzen im Stundentakt zusammen. Ich kann das auch mal aktivieren. So, und dann sieht man hier oben ist der Stop-Loss ist jetzt gesprungen auf 37. Das kommt dann genau daher. Hier sieht man ja auch die ATR mit 36,81 Punkten liegt die momentan und die hat er aufgerundet auf 37. Und da ich hier bei SL X heißt Stop-Loss ist halt die ATR mal 1, ich hoffe, man kann das nachvollziehen. Also 36 mal 1 ergibt 37, ne? Natürlich im Tickraster. Und deswegen habe ich hier einen Stop-Loss von 37. Wenn ich dem jetzt sage, ja, ich hätte immer gern die halbe ATR als Stop, dann mache ich einfach 0,5. Und dann steht da oben 18. Ne? So kann man das also auf jeden Fall machen. Geht. So, finde ich aber auch generell eine gute Idee, das so zu machen. Ne? Ich habe da auch irgendwie auch schon ein paar Mal was dazu geschrieben, so dass es halt je nach Wohler oder generell macht es gar keinen Sinn, irgendwie mit einem Stop von irgendwie fix 10 Punkten immer zu arbeiten. Wenn die Wohler halt höher ist, dann ist sie halt höher. Und da muss ich halt, ich meine, eigentlich ist es ja eher anders gerechnet. Ne? Man sagt ja dann eher zum Beispiel beim DAX kommt man ja auf einen Wert von 10, wenn man sagt, ja, man hat eine Kursänderung von 0,1%. Und so ist es ja eigentlich. Daher kommen zum Beispiel solche typischen 10 Punkte. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Willkür. Und wenn ich dann halt mit dem Dow als Beispiel halt hier handle, der jetzt bei 28.000 steht und damit 10 Punkten, das ist für den nicht mal irgendwie ein kleiner Husten, ne? Und wenn ich da halt zum Beispiel mit 0,1% rechne und dann habe ich ja schon einen Stop von 6, darf ich nicht verrechnen, Quatsch, von 28 Punkten. Ne? Und
Von daher braucht man da halt mit 10 nicht wirklich anzufangen. Und von daher ist es eine gute Idee, das so zu machen, also auf die ATR halt abgestellt, weil dann habe ich zumindest, wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Stundenchart unterwegs bin, dann habe ich eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass mein Stop da halt auch nicht getroffen ist. Man kann das ja auch noch ein Stück weiter treiben, wenn man nämlich hier oben bei Layout die Quick-Size-Buttons auf Risiko stellt. Dann kann ich außerdem noch meine Positionsgröße gleich mitrechnen lassen. Wenn ich dann nämlich sage, ich hätte gern 1% Risiko und verwende die ATR-Base. So, hoffe ich, funktioniert das jetzt hier ohne Vorführeffekt. Moment. Irgendwie gerade noch nicht. Ne? Das kann jetzt aber auch hier an meiner Version liegen. Das ist mal nicht auszuschließen, weil. Oder muss ich den aktivieren? Da funktioniert nicht unbedingt immer alles so, wie ich das gerne will. Es kann aber sein, dass jetzt hier irgendwie auch eine neue Kerze brauche. Ich gehe mal auf 15 Minuten. Ja, ne? Da haben wir es doch. Also, nee, das funktioniert tatsächlich in meiner Beta noch nicht. Funktioniert aber in der Release. Das heißt, hier kann ich dann einstellen, hier Stop-Loss, gemessen an der ATR. Und wenn ich dann sage, ah doch, geht ja doch. Sorry. Also, ich sage 1% Risiko, berechne meinen Stop-Loss mit der ATR, komme ich auf 18 und dann rechnet er die Positionsgröße aus und die ist bei 6. So kann man halt auch da vollautomatisch anhand der Volatilität nicht nur den Stop-Loss bestimmen, sondern gleichzeitig auch noch ausrechnen lassen, wie viel Kontrakte das sind bei dem entsprechend hier angegebenen Risiko. Nur, das ist doch auch Ergänzend nett. zum Bitte? Thema noch eine Frage, ob man die ATR als Trailing Stop auch benutzen kann. Ja, also ich meine hier unten sämtliche Parameter halt, ne? Das heißt, ich kann auch hier genauso gut, also ich kann den Trailing-Beginn und die Trailing-Distanz kann ich auch entsprechend hier mit einem Faktor von der ATR versehen. Falls das damit gemeint ist, ja, das geht. Auch das. Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Beginn, Trailing-Distanz. Geht alles. So. Dann wären wir bei dem Tobias um Genau. 18:23, ne? Ja. Und muss ich erstmal lesen. Ich bekomme bei Forex-Währungspaaren die Fehlermeldung Invalid Function Parameter Value. Gewählte Positionsgröße geht auf 0. Das kann ich irgendwie gerade, weiß ich gar nicht. Positionsgröße springt auf Null. Nelson, kannst du mir da helfen? Ich überlege auch gerade, aber im Moment so nur mit diesen Infos weiß ich auch nicht weiter, ehrlich gesagt. Das zweite Problem: Im Handel mit Stocks, CFDs, dort bekomme ich die Meldung, Spread liegt über dem Maximum, Order nicht ausgeführt. Ja, das ist ja eine Sache, die kann man selber einstellen. Da muss ich aber direkt mal fragen: Ist das ganz sicher auch hier bei FX Flat das Konto? Mein lieber Tobias. Also zum zweiten Punkt, kann man grundsätzlich sagen, wenn man Aktien-CFDs handelt und der Spread liegt mal über 8 Cent, dann kann natürlich Also, die Meldung kommen, ne? Stocks, CFDs, ja, okay. Also generell, ne, ich kann ja hier im Setup, also bei Klick aufs Logo, bei mir sieht es hier gerade ein bisschen anders aus, also klicken aufs Logo. Und da gibt es ja hier bei Trading. Kann ich ja maximalen Spread kann ich ja einstellen. Der ist mit 8 begrenzt. Das ist die Voreinstellung. Ich kann aber auch genauso gut eine 100 eintragen. Ja, dann ist das alles egal. Man erkennt es ja auch immer daran, der Spread hier oben in dem Feld. Jetzt geht das bestimmt wieder nicht, oder? Moment, doch. Das könnte funktionieren. Das ist unglaublich. Hier oben in dem Feld hier eine Anzeige. Dort ist auch immer der Spread wird rot, ne? Sobald der halt, also hier diese 1,0 die jetzt gerade hier steht,
Sobald jetzt eine Zahl steht, die über dem Maximum liegt, wird es rot. Erkennt man auch daran, ne? Und das ist aber halt entsprechenden Wert, den ich halt hier frei vorgeben kann, ne? Also ich gebe hier einfach ein, was ich halt möchte und hält einfach nur davon ab, dass man halt irgendwie mal versehentlich zur falschen Uhrzeit klickt. Und das dient so ein bisschen halt als Schutz. Und wie gesagt, aushebeln kann man es, indem man hier einfach irgendwie eine 100 einträgt. Ja, zu Okay. der ersten Frage dann gerne nochmal per E-Mail, Ja. eventuell mit ein Mach. paar Infos mehr und einem Screenshot. Und dann Genau, kann macht, glaube ich, Sinn. man mit Dirk dann zusammen nochmal angehen. Vielleicht, wenn du nett bist. Also Okay. nicht der Anwender, du, ne, Nelson. Ja, ist klar, ich gebe mir Mühe. Also die User E-Mail-Adresse helfen mir immer. service@fxlab.com. So, hier mal konzentrieren jetzt. Es geht weiter mit Dominik, 18:32 Uhr. Wenn man ganz kurz, der Ingolf hat gemeint, VirtualBox, ist das sowas wie Wine? Ist glaube ich sowas wie Parallels, aber ich kann mich auch Okay. irren. So, ich habe Abhörgerät. 18:31 Uhr. Nelson, du überspringst die wichtigsten Sachen hier. Guck mal, keine Frau im Haus, schon kommt Alexa. Guck mal, was hat denn Nelson alles überspringt? Wenn du Alexa jetzt doch mit dem Serial-Trader oder andersrum verbunden hast, dann ist das relevant tatsächlich. Immer relevant. Merkt ihr, der Nelson, der macht, der zensiert hier einfach. Das ist ja. Wir können auch gerne politische Fragen hier beantworten, das ist kein Problem. Oh ja. Oh. Dann reicht aber demnächst hier die Teilnehmeranzahl von der GoToWebinar-Lizenz nicht mehr. Also, Frauen reden immer weiter, wenn man Ruhe sagt. Sie halten das für eine Bestätigung. Siehst du? Also nicht meine Aussage, ich lese hier nur vor. Das war der Helmut. Das, ja. Und das gebe ich einfach unzensiert weiter. Genau So. deswegen filtere Ach, wir haben sowieso viel zu wenig Frauen hier. Und dabei sind wir doch echt immer nett zu Frauen. Wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen? Das ist keine einzige Frage von einer Frau hier. Ach Mann. So, die ATR als Trailing Stop, doch haben wir schon. Du hattest, der Michael, du hattest letztens beim Live-Trading bei FX Flat das Orderbuch vom FDAX eingebunden. Hab das nicht ganz mitbekommen, was man dazu braucht und wie das geht. Doch, also, Moment, da muss ich aber hier kurz ein bisschen was ums Switchen nochmal. Das hätte ich auch mal rausnehmen können zwischendurch hier, ne? So, aber gut. Moment, eine unglaublich, Sekunde. das sage ich ihm, wann die Frage ist oder welche Frage wir machen, und er überspringt das einfach. Was habe ich denn jetzt schon wieder übersprungen? Moment, ich mache das jetzt gerade. Ich bin jetzt hier gerade am Rumfriemeln. Da muss jetzt kurz durch. So, the Orderbuch. Kann ich das hier zeigen? Ja, komm, das zeige ich. Moment. Ich muss hier auch gerade irgendwie trotzdem, weil ich bin hier gerade auf dem Live-Konto auf der anderen Seite noch, kann ich ja dann kurz hier machen, ohne dass ich was wechsle. Also, wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, eben das Orderbuch einzubinden im MetaTrader 5 auf dem Live-Konto, nur auf dem Live-Konto, nicht auf dem Demo-Konto und auch nur, wenn man die Kursdatenversorgung für die Futures abonniert hat, ne? So, und obwohl ich jetzt hier auch im CFD bin, das ist ja genau dieses Volume Mapping, was ich ja schon ganz oft gepriesen habe, weil das halt für meine Begriffe sehr, sehr hilfreich ist beim Handel. Und hier kann ich halt das Orderbuch vom Future entsprechend über den CFD hin. So, und das geht ganz einfach so. Dann geht man hier oben aufs Setup und geht dann auf Trading und Entschuldigung, auf Symbol. Und dann kann ich halt hier bei Volumenquelle wähle ich den Future aus. Ne? Ich habe hier den US30 Mini dahinter und wähle mir als Volumenquelle halt den YMZ19, also den Future, der bis Dezember läuft,
dieses Jahr, den habe ich halt hier entsprechend dahinter gemappt. Wichtig ist dazu nur, dass der hier bei den Symbolen aufgeführt ist. Ne? Da muss er drin sein, sonst erscheint er auch hier im Setup nicht. Den wählt man dann aus und dann hat man das Orderbuch, kann es hier aktivieren über den DOM, genauso wie das Volumenprofil. Ne? Und das kommt dann entsprechend aus dem Future und ist dann halt logischerweise halt auch echt. Ja, so mache ich das und eigentlich mittlerweile in allen Live-Tradings, das ist auch der Grund, warum ich halt auf dem MetaTrader 5 mittlerweile doch eigentlich fast reduziert bin im Live-Trading, weil es halt schon sehr hilfreich ist. Ne? Denke mal, das ist damit erklärt. Also ist übrigens ein Feature, was sonst nirgends gibt, mal so ganz am Rande. Also weder außerhalb des Stereo Trader, soweit ich weiß, geschweige denn außerhalb FX Flat. Und also kann ich nur jedem empfehlen. Ich meine, gut, bei einem Übungskonto mit 100 € lohnt sich das natürlich nicht, aber halt bei einem Konto mit einer halbwegs normalen Größe sollte man das meines Erachtens schon dazu buchen. Man muss ja nicht den Future handeln, ne? Aber halt einfach, dass man natürlich die richtige Volumenindikation halt hat und das Orderbuch. Also vorausgesetzt, man weiß natürlich halt, was man damit anfängt. Und es ist halt schon auf jeden Fall eine recht brauchbare Geschichte, die ich halt ungern missen würde. So, jetzt muss ich nochmal kurz hier umschalten. Aber ist ja beantwortet, ne? Okay. So. Einen Moment. Und da sind wir wieder auf dem Demokonto. Ne, weil, wie gesagt, auf dem Demokonto geht es nicht. Da kann ich anklicken, was ich will. Da kommt nichts. Da finde ich das ja halt auch logischerweise hier. Ohnehin bei den Symbolen hätte ich den auch nicht drin, den Future. So. Die wird nicht angepasst, wenn der Trade läuft. Das ist wahrscheinlich immer. Oder Nelson, ganz kurz, mach du nochmal. Was habe ich übersehen? Mal wieder. Nelson? Wo ist der Nelson abgeblieben? Der Nelson ist weg. Nelson mag nicht mehr mit uns reden. Das ist sehr traurig. Aber der kommt ja bestimmt gleich wieder. Ihr könnt mich aber noch hören, ne? Oder bin ich irgendwie raus? Ah, ne. Okay. Ist mein Ton da? So, hört man mich wieder? Ah ja, okay, man hört dich wieder, ja. Wo warst du denn? Ja, dein Alexa hat hier irgendwas gemacht, dass Nee, ich nee. nicht mehr zu hören war. Ich Nee, nee, glaube nee. aber, die Software hat wieder Komm. Probleme. Du warst schon dabei, die Schuhe anzuziehen, hast schon den Schlüssel in der Hand, weil 19 Uhr ist, ne? Schon die Stechkarte hier im Anschlag und das Auto läuft schon warm, ne? Nicht ganz. Erstmal bist du Ja. zu spät gekommen. Ja, also machen wir sowieso schon mal länger. Ja, bei mir liegt. Ich muss ja nicht mehr nach Köln fahren. Nein, Quatsch. Da ist noch die Frage von Dominik, 18:32 Uhr. Ich weiß zwar nicht, ich habe zwar leider nicht gehört, was du in der Zwischenzeit gesagt hast, aber ich denke mal, du hast die anderen Fragen Nur beantwortet. nette Sachen über dich, wie immer. Welche Einstellung muss ich vornehmen, dass bei den abgeschlossenen Trades die erreichten Punkte Pips im Chart angezeigt werden? Ganz einfach, hier in der Statistik auf Trades. Et voilà, da ist er. Und auch alle anderen sind jetzt hier nicht so viel. So, Nelson. Und wegen so einer kleinen Frage machst du so einen Alarm. Alle Fragen. Übrigens muss ich ja doch dazu was kurz sagen, weil man ja nicht Ja. immer Spaß und Humor gleich versteht. Also hier wird natürlich nicht zensiert, alle Fragen werden beantwortet, soweit es natürlich geht, auch in dem Webinar. Und Dirk kann ja sowieso alles lesen und kann immer eingreifen. Nur, dass das nicht falsch kommuniziert wird. Auch wenn du so ein Gesicht machst, du weißt ganz genau, dass das so ist. Ja, wir müssen ja auch, ne, ich sehe das so, wir haben hier so ein trockenes Thema, Leute, ne? Also ich hoffe, das
das wird auch nicht irgendwie falsch verstanden. Wir nehmen das natürlich total ernst. Aber ich glaube, man kommt da ein bisschen leichter durch, wenn man zwischendurch mal was zum Schmunzeln hat. Und deswegen, man sehe es mir bitte nach, wenn ich da ein wenig den Schalk im Nacken sitzen habe. Das ändert aber nicht an der Ernsthaftigkeit, wie hier, ja, wie hier die Sache natürlich aufgenommen ist, ja klar. Also ich glaube, jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß ja auch, da wird nichts unter den Tisch gekehrt oder irgendwie abgestritten oder halt, keine Ahnung, ja. Und auch genauso mit Bugs, wenn da irgendwas ist, immer her damit, ja. Ich bin immer froh, wenn ich irgendwo, oder wenn ich sage mal, ich bin grundsätzlich immer froh, wenn ich schuld bin, dann kann ich es auch beheben. Und Fehler passieren, das ist auch nichts Außergewöhnliches. Da muss man einfach drüber reden, das aufgreifen, gucken, wo es liegt und dann halt beheben und gut ist. So. Dann haben wir es Also. geschafft für heute. Echt? Nee. Ne, fehlt noch was. Ja, 1857 von dem Gaston Appell. Ja, das wusste ich nicht, weil ich habe nichts mehr gehört und ich Aha. dachte, du hast das schon beantwortet. Gibt es irgendeinen Grund für Forex Pro noch den MT4 zu benutzen oder sind alle auch im MT5? Also grundsätzlich ist auch alles im MT5. Das Problem ist nur, dass dass die Indikation hinter Forex Pro doch so einiges rechnet, hinter Euro Pro vor allen Dingen, ne? Und die kann halt leider mal ein bisschen zäher sein im MT5, weil der MT5 halt mit der Kursdaten, Berechnung und Versorgung völlig anders umgeht als der MT4. Und das ist halt mitunter dann leider auch schon mal sehr zäh. Und das ist nicht so optimal, wie ich das gerne hätte. Und das ist ansonsten eigentlich der einzige Grund. Aber natürlich, der MT5 kann nicht nur das, was der MT4 kann, sondern natürlich deutlich mehr eigentlich, ne? Und ja, das würde ich so beantworten. Das heißt aber generell, auch wenn man mit dem MT4 happy ist, mit der MT4-Version und damit halt profitabel handelt, gibt es auch keinen Grund umzusteigen. Auch klar. Weil der MT5 macht auch zugegebenermaßen gerne mal mehr Mucken als der MT4. Gut, doch, wir haben es ja tatsächlich, Nelson. Das ist ja, ich bin begeistert. Ja, wenn wir Ja. doch irgendwas übersehen haben, dann bitte eine kurze E-Mail an service@fxweb.com. Soll nichts unbeantwortet bleiben. Ja, Nutzaufzeichnung kommt. Ich denke mal, sollte auch schon morgen online sein. Heute mal ein bisschen lockerer und hat der Dirk schon gesagt, ein bisschen mit Spaß verbunden. Ich hoffe, dass das für Sie okay war. Ansonsten auch da bitte gerne ein Feedback. Und ansonsten, Dirk, vielen Dank für deine Ja. Zeit heute und natürlich an alle Teilnehmer vielen, vielen Dank für die Fragen und für die Teilnahme. Und nee, kein Witz von mir. Da vielleicht ein anderes Mal. Wir werden ja Ja. auch, Dirk und ich werden dann nochmal zusammen live vor der Kamera stehen, habe ich ihm ja versprochen. Dieses Jahr noch. Und ansonsten, wenn Sie diese Woche noch handeln, selbstverständlich ist ja noch ganz am Anfang, viel Erfolg, passen Sie auf Ihre Position auf. Und Dirk, du hast das Schlusswort. Dankeschön. Wenn ich jetzt ja gemein wäre, würde ich mir ja ganz viel Zeit lassen. Nein, aber der Nelson ist müde, ich kann es echt verstehen und Warum bewundere sagst du das die sowieso. ganze Zeit als Nein, nein, ernsthaft. so Ich meine es alt bin wirklich ich noch nicht? ernst. Ja, noch nicht. Nein, aber halt so, ich finde es ja eh immer schon bewundernswert, dass du dir halt immer irgendwie da die Zeit antust und dann ja auch immer erst spät nach Hause kommst. Ich würde nur ganz, ganz kurz. Noch was, ich weiß nicht, ob hier der ein oder andere bei dem Long dabei ist, den ich hier gerade zeige. Ne? Das ist übrigens, ich habe das hier auf dem Testkonto, habe ich den ja gemacht, hatte ich vorhin ja geschrieben, ne? Hier mit ganz kleinem Risiko. Und so sieht das Ding halt übrigens aus, das ist der vorhin aus der Gruppe. Ja, genau, beschreibt auch der ein oder andere Long dabei. Und genau, so sieht das Ding aus. Ne? Also wollte ich halt eben auch nur noch mal kurz irgendwie halt zeigen, wenn wir schon gerade dabei sind, es dauert jetzt irgendwie eine Minute. Die nächste Hürde wäre halt für meine Begriffe hier oben. Also generell war das ja eine Geschichte.
hier mit Risikomanagement. Und hier oben würde ich dann aber eben halt auch wahrscheinlich rausgehen, ne? Weil da wird es dann halt irgendwo für meine Begriffe eng bei der 2,35. Und aber trotzdem, glaube ich, kann man sich die Geschichte, so wie es sich jetzt mittlerweile auch darstellt, tatsächlich mal angucken. Und im Endeffekt war es dann halt ein DAX, vielleicht wirklich mal wieder nur ein Dip. Ne? Sieht eigentlich ganz nett aus. Und ich bin halt immer noch der Meinung, dass wir im Longmarkt sind. Also ich meine, wir sind im Longmarkt, sonst wird es ja so nicht reagieren. Aber ich bin der Meinung, dass wir halt immer noch irgendwo da oben rauslaufen können. Und deswegen kann man auch schon mal so eine Nummer machen, wie ich sie heute halt beschrieben habe. Und mit einem ganz anderen Risikomanagement als sonst. Und finde es halt eher eigentlich so ein schönes Beispiel, wie man damit auch mal umgehen kann. Ne? Also ohne sich da halt irgendwie den ganzen Tag rumzustressen. Und dann halt eher mal ein bisschen gemütlicher. Morgens anfangen und abends halt zumachen. Ich meine, das Ding liegt jetzt irgendwie über 40 Punkte vorne. Da hatten wir schon schlechtere Trades. Ne? Also so sieht das Ding halt aus. Bei mir wollte ich hier nur gerade nochmal updaten. Aber das war es denn dann auch schon. Ist ja vielleicht auch ein ganz nettes Schlussbild, aber darum geht es ja halt auch immer, nämlich mit dem Stereo Trader und FX Flat Geld verdienen. So, an der Stelle vielen Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, sieht es mir bitte nach, wenn ich heute ein wenig ja, ich habe es ja schon gesagt, ne, etwas den Schalk im Nacken sitzen haben. Beinahe hätte ich gesagt, mit Humor genommen habe. So meine ich das gar nicht. Ich nehme es sehr ernst. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, trotz des trockenen Themas und trotz des schlechten Wetters. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Macht es euch gemütlich und passt vor allen Dingen auf eure Positionen aus. Danke an den Nelson. Danke an FX Flat. Und wir sehen uns nächste Woche, glaube ich, beim Live-Trading am Dienstag morgen. Sehr gut, Stimmt, sehr, sehr ne? gut. Okay, alright. So, dann schönen Abend, das war's. Ciao. Tschüss.